Fahrgäste an Bord von diesem Zug. Hier spricht Ihr Kapitän. Der Grund, warum ich Sie in Ihrem wohlverdienten Schlaf unterbreche, hat sich dem, naja, ich sag mal, interessierten Beobachter vermutlich bereits erschlossen. Und zwar geht es um eine kleine Schnapszahl. Die Schnapszahl lautet 111.101. Ja, worum geht es bei dieser Schnapszahl? Ist natürlich der Kilometerstand von unserem Zug. Ja, unser Zug, das ist der Fliegenjäger, wir kennen den alle. Und wir befinden uns heute auf der Linie Chemnitz-Hof, kurz vor dem, im Moment, Rasthof Vogtland. So, wir haben jetzt noch 2 Kilometer vor uns, dann ist es soweit. Ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, damit man das auch schön sehen kann, wenn wir hier die 61er auf dem Tacho stehen haben. Wird es dann gleich der polnische Volvo da überholen. Aber da stehe ich jetzt einfach mal kurzfristig drüber. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist, die ganze Operation findet unter extrem erschwerten Bedingungen statt. Wir haben aktuell eine Außentemperatur von minus 11 Grad Celsius. Ich sage mal, ist ein bisschen frisch, aber nicht so schlimm, wie man im ersten Moment vielleicht denken könnte. Wir machen den Job ja nicht erst seit gestern. So. Also, noch 1 Kilometer, dann ist es soweit. Ich nehme noch mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ja, da vorne sieht es eh gerade noch ein bisschen Stau aus. Passt eigentlich. Falle ich gar nicht auf, so als Schleicher. So, jetzt, ha, 6-mal die 1, 111.111 Kilometer. Es blinkt nichts. Minus 11 Grad, das passt natürlich zum Thema. Und ich sage mal, naja, kurz Warnblinker an, damit alle Bescheid wissen, sehr schön. Ja, und jetzt ist das Auto eigentlich eingefahren, das heißt, ich gebe Gas. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch immer und überall allzeit Schrott und knitterfreien Flug auf die nächsten 111.111 Kilometer. Wir sehen uns.